Eine exklusive und für das Burgenland ehrenvolle Premiere hat es jetzt im italienischen Piemont gegeben. Zwischen dem Burgenland und der weltberühmten Weinregion Barolo wurde jetzt eine Kooperation geschlossen und ein erster Schritt wurde am vergangenen Wochenende gesetzt. Auf der Trüffelmesse in Alba, die alljährlich tausende Genussfreunde aus der ganzen Welt anzieht, wirbt auch das Burgenland. Elisabeth Power war für uns in Alba. Alba mit 30.000 Einwohnern ist eine kleine Stadt im Piemont. Doch derzeit ist sie wohl die Weltstadt des Genusses. Die Trüffelsaison hat begonnen und das lockt Gastronomen und Feinschmecker aus der ganzen Welt nach Norditalien. Denn Alba ist weltweit bekannt für weiße Trüffel. Und diese sind in der ganzen Stadt zu riechen, zu schmecken und zu sehen. Die Trüffelmesse hat sich einen Namen gemacht. Der Andrang auf das Festzelt mitten in der Stadt ist groß. Die sogenannten Trüffeljäger bieten hier ihre Schätze an. Ein Kilo der weißen Trüffel kostet heuer zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Mit Hunden sind die Trüffeljäger in den Wäldern unterwegs. Ihre Fundplätze bleiben geheim. Ja, natürlich mit Hunden. Die ganze Familie ist unterwegs. Ich habe 5 Hunde. Die perfekte weiße Albertrüffel schmeckt ein wenig nach Honig, aber auch nach Knoblauch und nach Kräutern. Es ist der 50. Geburtstag meines Mannes und wir haben beschlossen, zum Trüffelfest nach Alba zu fliegen. Die Trüffelmesse in Alba hat Tradition. Es ist bereits die 83. Und erstmals in der Geschichte dieser Messe gibt es einen Aussteller, der nicht aus dem Piemont stammt. Das Burgenland präsentiert sich hier unter den Genussständen der Region. Ja, es ist schon erstaunlich. Wir sind ja hier in der Barolo-Gegend, dem König der Weine, wie man so schön sagt. Und dass wir hier am Burgenlandstand so eine große Frequenz feststellen können und Leute, die zu uns kommen, hier zum Verkosten, ist wirklich toll und freut uns sehr. Wir sind der einzige ausländische Aussteller hier auf dieser Messe und das ist schon ganz was Besonderes und ich bin schon gespannt, was die nächsten Tage hier noch bringen. I love the Ostenreich wines, Grüne Veltliner. And Riesling's white wines is very beautiful. In Zukunft wird das Burgenland verstärkt mit der Strada del Barolo zusammenarbeiten. Ein entsprechender Vertrag zwischen der Weinburgenland und der Barolo-Straße wurde gemacht. Eine grenzüberschreitende Freundschaft ist erstens immer etwas Positives und Produktives. Wir haben natürlich hervorragende Weine, aber wir können auch vom Burgenland lernen. Besonders was Organisationsstrukturen und Kommunikation betreffen, können wir im Barolo-Gebiet, im Piemont, vom Burgenland profitieren. Wir wollen die Winzer aus dem Piemont nach Wien einladen im März, in die Hofburg. Da haben wir eine große Präsentation. Wir werden im Mai gemeinsam in München eine Veranstaltung machen und wir werden wieder im Herbst hier im Piemont 2014 mit burgenländischen Winzer auftreten. Ein Abendessen mit Weinen aus dem Burgenland und von Barolo-Winzern macht den Auftakt für die künftige Zusammenarbeit. Doch kann das Burgenland mit den Barolo-Weinen mithalten? Das Burgenland kann nicht verlieren, weil Burgenland bietet genau das, was es Piemont auch bietet. Es bietet eine Nähe zu autochthonen Trauben und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir erwarten uns viel von der Zusammenarbeit. Zwei unterschiedliche europäische Regionen mit einem Gefühl, nicht italienisch oder österreichisch zu sein, sondern europäisch. Ich glaube an das Projekt Europa. Weinfreunde können sich jedenfalls in Zukunft auf spannende Verkostungen freuen, wenn das Burgenland auf Barolo trifft.